letzte Woche war so schönes Wetter und gerade heute ist es einfach nur trist. Ich glaube, es fängt gerade sogar an zu regnen. Hi ihr Lieben, über die letzten Monate habe ich ein paar Produkte gesammelt, die ich aufgebraucht habe und sogar ein paar, die ich aussortiert habe und nicht weiter benutzt habe. Für mich ist es eigentlich extrem selten, dass ich etwas aussortiere und es nicht weiter verwende, denn ich gehöre zu den Menschen, wenn ich für etwas Geld bezahlt habe und es mir nicht gefällt, dann benutze ich es trotzdem, bis es leer ist und ich mir dann was Neues kaufen kann. Ich versuche immer wieder in mehreren Anläufen ein Produkt eine Chance zu geben, aber manchmal, da funktioniert einfach etwas gar nicht und dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn man es aussortiert und vielleicht jemand in der Familie fragt, ob er es haben möchte und ob es vielleicht für ihn funktioniert. Diese Tüte ist nicht bis oben hin voll, aber hier habe ich die Produkte gesammelt, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich werde einfach eins nach dem anderen rausziehen, das hat keine besondere Reihenfolge und dann erzähle ich euch einfach ein bisschen was dazu. Als erstes habe ich hier ein Serum von The Ordinary. The Ordinary ist eine Firma, die ich, glaube ich, vor 2 Jahren... wenn ich vielleicht sogar länger für mich entdeckt habe. Ich finde die Produkte echt gut. Sie sind vom Preis her einfach nicht zu toppen. Aber für jemanden, der sich nicht mit Gesichtspflege auseinandersetzt, ist es nicht einfach, durch die ganzen Produkte durchzublicken und vor allem nicht, wofür welcher Stoff gut ist. Dieses Serum hier hat 10% Niacinamide und 1% Zink. Und dieses Produkt, und das kommt jetzt auch nicht auf diese Firma, aber Niacinamid in Kombination mit Zink hat mein Leben verändert. Ungelogen. Das ist, glaube ich, das Produkt, welchem ich am meisten dankbar bin, dass meine Haut so ist, wie sie jetzt ist. Ich habe geplant, eine komplette Story, also meine Akne-Story, mal zu filmen. Wen das interessiert, abonniert gerne den Kanal. Aber dieses Produkt hat am Ende so sehr geholfen gegen meine Pickelmale. Es hat wirklich die ganzen Pickelmale aufgehellt. Ich habe eine Mischhaut, die aber doch eher zur öligen Seite tendiert. Das hier ist nichts, das eure Haut abmattiert oder sowas. Aber es reguliert die Talgbildung bei mir und es hilft auch, dass meine Poren nicht mehr verstopfen. Also ich habe so selten, ich muss echt gleich auf Holz klopfen, ich habe so selten aktive Pickel und wenn, dann ist es immer in dieser einen bestimmten Zeit im Monat. Und dann kriege ich meistens hier immer mal was. Ich habe hier so eine Stelle im Gesicht, da habe ich auch die meisten Pigmentflecken oder die sichtbaren Pigmentflecken. Das Einzige, was mich an dem Niacinamid-Serum von The Ordinary stört, ist, dass es aufschäumt. Also wenn ich mein Gesicht gewaschen habe und trocken getupft habe und dann warte ich meistens noch einen Moment, bis das ganze Wasser, ja, ich sag mal, bis meine Haut das Wasser absorbiert hat oder es abgetrocknet ist und ich dann dieses Serum auftrage, schäumt es trotzdem. Dieser leichte Film vom Schaum, der geht auch weg, aber wen das irgendwie stören würde, der sollte vielleicht nach einem anderen Niacinamid-Serum suchen. Das nächste Produkt ist eine Gesichtscreme und zwar ist diese Creme von Revolution Skincare London. Es ist die Niacinamid Mattifying Cream, wieder Niacinamid, mein Lieblingsinhaltsstoff seit 2019, 2020 so um den Dreh. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie meine Haut mattiert hat. Sie hat nicht nachgefettet. Sie war sehr dünn. Wer eine leichte Sommercreme sucht für, ich würde sagen, normale bis ölige Haut, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Generell schaue ich danach, dass ich in meiner Gesichtscreme keine Duftstoffe drin habe. Diese Creme ist nämlich vegan, cruelty-free, fragrance-free. Ja, also alles, was man sich auf jeden Fall von der Creme auch wünscht. Okay, hier haben wir das erste Flop-Produkt, was ich im Sommer aussortiert habe. Wir haben uns ja letztes Jahr im Sommer in den Urlaub getraut und waren dort in Griechenland. Und für den Urlaub habe ich eine After Sun Balsam gesucht. Und da habe ich halt eben nach einer gesucht, die auch parfümfrei ist. Meine Haut leidet leider an Sonnenallergie. Mit bestimmten Produkten auf meiner Haut entwickle ich eine Mallorca-Akne in der Sonne oder nachdem ich in der Sonne war. Und deswegen suche ich immer nach Produkten, die halt eben auch parfümfrei sind im Sommer. Eigentlich am besten immer, aber besonders im Sommer achte ich drauf. Umso wichtiger ist es für mich auch, dass die Pflege danach auch parfümfrei ist. Und das Einzige, was ich kurzfristig in der Drogerie gefunden habe, war diese Sonnenbalsam von Sundance. Und die ist nämlich parfümfrei für sensitive Haut. Ich weiß nicht wieso, aber diese Creme
zieht einfach nicht in die Haut ein. Ich trage sie auf und sie hinterlässt einfach so einen dicken, komischen Film. Da kannst du reiben. Es zieht einfach nicht ein. Es schmiert einfach nur auf der Haut herum. Es hat mir leider nicht gefallen. Ich habe es immer wieder versucht. Mal nach dem Duschen. Mal nach dem Duschen? Okay, und mal nicht nach dem Duschen oder was. Ich denke, ich werde sie entsorgen, weil ich möchte auf meine Haut auch nichts verwenden, was nicht in die Hautbarriere eindringen kann und einfach nur auf der Haut sitzt. Das nächste Produkt ist wieder von The Ordinary. Und zwar ist es wieder ein Serum und es ist das Alpha Lipoic Acid 5% Serum. Dieses Serum ist ein stark konzentriertes Antioxidant und es hat eine Anti-Aging-Wirkung, um es mal kurz zu sagen. Es soll den Ton und die Textur der Haut verbessern, indem es nämlich die Haut leicht peelt. Ihr tragt es auf und es entfernt eure obere Hautschicht nach und nach, sage ich mal. Also es ist nicht so extrem wie ein aggressives chemisches Peeling, was man vielleicht vom Hautarzt verschrieben bekommt oder was man in einem Kosmetikstudio machen lassen kann, sondern es ist etwas halt, es hat nur 5%, es ist ganz mild und arbeitet halt nach und nach an eurer Haut. Deswegen sollte man es auch nicht zu oft verwenden, weil ihr könnt eure Haut damit auch verätzen, verbrennen. Das möchten wir natürlich nicht. Es soll auch gegen feine Linien auf der Haut oder gegen Falten helfen. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass meine Haut unglaublich schön aussah am nächsten Morgen. Und ich werde es mir wahrscheinlich auch nochmal nachkaufen, wenn ich durch die anderen Serien durch bin, die ich aktuell so verwende. Dann kommen wir zu einer weiteren Gesichtscreme und zwar ist diese von Purito. Purito ist eine koreanische Gesichtspflegefirma und aktuell probiere ich auch so ein bisschen koreanische Gesichtspflege aus. Bin auch ein großer Fan von YouTube-Kanälen, von koreanischen Skincare-Gurus. Das macht mir immer richtig viel Spaß, dazu zu schauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass allgemein die asiatischen Länder viel weiter sind als die westlichen Länder zum Thema Gesichtspflege und so weiter. Diese Creme hier ist die Centella Green Level Recovery Cream. Ich fand die einfach nur toll, was soll ich sagen? Der größte Punkt, warum ich diese Creme gekauft habe, ist, dass hier Centella, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, und zwar sind hier Centella Asiatica Extrakt drin und diese Creme besteht aus 50% von diesem Inhaltsstoff. Und dieser Inhaltsstoff ist ein, also zumindest wie meine Recherche ergeben hat, ist ein sehr beliebter Inhaltsstoff, weil er wohl sehr feuchtigkeitsspendend ist und wie ich meine auch teigregulierend. Außerdem hat es auch noch 2% Niacinamid drin, verschiedene Säuren, die natürlich dann verschiedene Aufgaben haben. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Und sie soll hautberuhigend sein. Das alles kann ich definitiv bestätigen. Ich habe diese Creme unglaublich geliebt. Die hier war einfach von der Textur super. Sie war reichhaltig genug für meine Haut. Und ich habe sie als Morgen- und Abendpflege benutzt. Und daher war ich dann einfach in 2,5-3 Wochen durch. Wo dann so ein Pot hier von Revolution mir gute 2 Monate, glaube ich, gehalten hat. Und vom Preis her halt viel günstiger war. Aber die Inhaltsstoffe von dieser Creme sind um einiges besser als in der Creme hier von Revolution zum Beispiel. Das nächste Produkt war, glaube ich, das allererste, was ich in diese Tüte gelegt habe. Und es liegt da schon so lange drin, weil ich, wie gesagt, sehr lange brauche, bis ich durch meine Produkte durchkomme. Und die auch wirklich komplett aufbrauche, bevor etwas in dieser Tüte landen darf. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Maske überhaupt noch in der Drogerie zu kaufen gibt. Aber die Rede ist von einer L'Oreal-Maske. Es ist die Anti-Unreinheiten-Maske Tonerde Absolu. Ich weiß nicht richtig, wie man es ausspricht. Wie man unschwer kennen kann, habe ich die komplett ausgekratzt und leer gemacht. Ich habe die Maske immer vor irgendwelchen Events benutzt oder wenn ich irgendwie zur Dienstreise weg musste, weil meine Haut am nächsten Tag, wenn ich die abends benutzt habe, gestrahlt hat. Ich hatte so einen Glow auf der Haut. Sie hat wirklich die ganzen Unreinheiten rausgezogen, also gefühlt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber es hat sich so bombastisch angefühlt nach dieser Gesichtsmaske. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Also wer eine tolle Maske sucht, das ist sie. Beim nächsten Produkt habe ich mir so sehr gewünscht, dass es für mich funktioniert. Und ich habe es so lange probiert, aber es
funktionieren einfach nicht für mich. Es handelt sich um das natürliche Deo von Nude. Nein, Quatsch, es ist gar kein Deodorant. Sie nennen das Anti-Odorant. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Odor ist quasi der Körpergeruch, der entsteht, wenn man schwitzt und die Bakterien es sich so richtig gut gehen lassen und dadurch dann eben der schlechte Geruch entsteht, beziehungsweise den wir als unangenehm empfinden. Und diese Unterarmcreme oder Achselcreme soll eben diesen Geruch verhindern. Ich habe es ganz genau angewendet, wie es auf der Seite beschrieben wird. Ich habe in Foren nachgelesen, wie lange es bei anderen Leuten gedauert hat und habe es dann da nochmal nach anderen Tipps angewendet. Das Problem ist nur, dass sich bei mir irgendwann ein Ausschlag an meinen Achseln entwickelt hat und richtig um die Achsel herum auf der ganzen Haut hier. Und dann habe ich wirklich verstanden, okay, es reicht. Du hast es jetzt versucht. Und es funktioniert einfach nicht. Und selbst Nude sagt, dass wenn man irgendwie eine Art von Ausschlag entwickelt oder man einen Ausschlag bekommt, dann soll man sofort aufhören, das Produkt zu verwenden. Ich habe es danach sogar nochmal versucht, weil ich dachte, ja, vielleicht war das so eine einmalige Sache. Es ist leider das Gleiche passiert. Ich weiß nicht, worauf ich hier drin reagiert habe. Und die Reaktion kam auch erst, nachdem ich es über ein paar Tage hinweg benutzt habe. Also es kam nicht sofort. Ich muss halt sagen, ich bin tatsächlich wieder zurück zu einem Antitranspirant gegangen, weil für mich und meinen Körper irgendwie nichts anderes funktioniert. Ihr Lieben, das waren die 7 Produkte, die ich in letzter Zeit aufgebraucht oder aussortiert habe. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob euch so ein Format interessiert. Ich glaube, ich werde mal in nächster Zeit weitere Produkte sammeln und wenn sich dann die Tüte wieder so einigermaßen gefüllt hat, dann würde ich euch wieder was präsentieren. Wie gesagt, das dauert bei mir ein bisschen lange, weil ich eigentlich versuche, jedes Produkt aufzubrauchen, außer mein Körper reagiert drauf oder es funktioniert einfach so gar nicht. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr vielleicht eines dieser Produkte auch schon mal benutzt habt, ob ihr vielleicht eine Alternative für mich kennt und mir irgendwas anderes Neues empfehlen könnt. Soll ich vielleicht irgendwas für euch austesten? Sagt es mir gerne. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und wie immer, Dankeschön, ihr Lieben, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. So habe ich mit beiden Händen gewunken. Tschüss.